Jo, willkommen zurück zu Code Veronica X Resident Evil. So heißt das Spiel. Ja, jetzt habt ihr es ganz kurz im Menü gesehen. Ich war noch mal ganz kurz bei einer Itembox, hab ein bisschen aufgerüstet. Und jetzt geben wir noch mal den Code ein. Der da lautet Veronica. Veronica. Visonica. Sehr gut. Wieso sagt mir das denn keiner? Backspace. Veronica. So. Ups. Enter und los geht's. Eingabe wird überprüft. Ja. Das Ding ist bei der Itembox. Das war die, wo wir mit Claire schon mal waren. Wo, weiß gar nicht, was ich gezeigt habe. Hinter einem Schrank, hinter dem Regal, waren Haken, um da dran die Schrotflinte zu platzieren. Das habe ich jetzt gemacht. Deswegen habe ich keine Schrotflinte mehr. Ich habe aber dafür diese beiden Granatmunitionsdings bekommen. Und die werden wir gleich benutzen. Und ich werde auf jeden Fall, ihr seht, ich habe ein bisschen was an Heilkräuter mitgenommen. Ich glaube, das First Aid Spray hilft auch gegen Vergiftung, deswegen habe ich das nochmal genommen, anstatt gemischten Kräutern. Und ich bin mir nicht sicher. Ich werde Alexia jetzt trotzdem einfach bekämpfen. Finde ich ganz geil, dass da ein Schuss reicht. Und entweder ich kriege diese Impulswaffe oder ich kriege sie halt nicht. Aber ich werde das jetzt so versuchen. Ich habe keinen Bock hier rumzurennen, um mich umbringen zu lassen. Das ist ja Quatsch. Also sowas gab es auch noch nie in der Art bei Resident Evil. Deswegen. Scheiße, ich schieb mich einfach. Halt, nachladen. Das Ding ist leer. Das Ding ist, wenn ich dafür natürlich keine Munition mehr habe, ich habe jetzt nur noch 12 Schuss. 6 Schuss hat sie schon gekriegt. Also dann noch 6 Pistolenschüsse. Wenn das nicht klappt, weiß ich auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich schon tot? Ich bin tot. Alter Vater, krasse Nummer. Achso, genau. Gespeichert wird hier anscheinend automatisch, deswegen alles nicht so schlimm. Ich würde sagen, ich mache eine kleine Zeitraffer und wir sehen uns dann gleich bei Alexia wieder. Scheiße. Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe alle Items im Inventar, die ich... Hä? Das ist ja geil. Ja, das ist super. Dann laufen wir noch direkt nochmal wieder zurück. Und bekämpfen die jetzt. Hier ist nichts weiter. Okay, Zombie. Alles klar. Mhm. Das ist ein Problem, weil ich habe ja auch wirklich nichts weiter an Munition. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass ich in der Kiste noch irgendwas anderes habe an Granaten oder so, als das, was ich jetzt tatsächlich mit habe. Deswegen... Wenn das nicht reicht, habe ich ein übelstes Problem. Aber mehr als 18 Granaten auf den Gegner hat, glaube ich, noch kein Resident Evil Endboss überlebt. Deswegen, mal schauen. Ja. Mhm. Ups, jetzt bin ich rausgegangen. Sehr gut. Nicht Kreis drücken, Dre. Nicht Kreis drücken. Jo. Mhm. Gleich kann ich Split. Monika. Ich finde schön, dass sie sich da so einigermaßen treu geblieben sind, was diese Darstellung von PC-Bildschirm angeht. Weil im ersten sah das schon so aus. Ich glaube, in Zero sah es dann auch so aus. Ich weiß. All doors are now unlocked.
sind immer 5 Minuten. Ich glaube, er hat noch schon mal 10. Keine Ahnung. Ist egal. So, und diesmal verrenke ich nicht. Diesmal benutze ich einfach meine First Aid Items, denn dafür sind sie da. Liegt da jetzt noch ein Kraut oder nicht? Nee, da liegt nichts. Okay, nicht danach. Und los. Ah, schon wieder. Ich habe schon wieder auf den Granatwerfer gewechselt, obwohl ich zuerst die Pistole einmal brauche. So, 5 Tastenbrücke. Wieso kann ich das auf einmal alles nicht mehr wegdrücken? Wie sie auch zusammenbricht, ist geil. Ist ja geil. So. Die dritte. Leer, leer, leer. Ja, 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 ja. Ich mach ja, ich mach ja, ich mach ja. Alter, unfassbar, fucking fassbar. Ich komme zu nichts. Ich kann das so schlecht einschätzen. Okay, jetzt sollte ich wirklich das nehmen. Oder auch noch nicht. Aber jetzt. Sorry, 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 sorry. Ich weiß nicht mal, ob ich ihr Schaden mache. Sie reagiert überhaupt nicht. Klick, 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 klick. Sehr schön. Noch 6 Kugeln. Geil. Ich warte das Gift noch ab. Nein, nein, nein. Ach, ich muss die Waffe erst einmal nehmen. Unendlich Schuss. Nice, ein Stein. In first person, what? Oh. Alter, du machst es mir gerade echt nicht einfach, Mädchen. I like that. Kein Problem, Chris ist feuerfest. Chris! Move. Move, bitch, no. Get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Die arrogante Königin. Hast du die Waffe da liegen lassen, du Pfosten? Oh shit. Chris! Come on, Chris, girl. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! You don't want her. Fine. Claire! Jetzt fiel ihm das wieder ein. Oh, über euch, Jungs, Mädels. Geschwister. Today's a good day. I came for Alexia. Killing you is even better. Sorry to disappoint you. But Alexia is gone. That's no longer a concern. Ja, das weiß er doch.
I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. T. Alexia? Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about... As a surviving member of Starks, I have to finish this. Remember your promise. Was ist denn sein Versprechen? I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. Ich hab grad richtig Puls. Das ist ja mega. What the? Destruct system has been activated. All personnel evacuate. Immediately. Ey, ob das immer dieselbe Stimme ist, ob das immer dieselbe Sprecherin ist, die das immer wieder neu einspricht, oder ob sie immer denselben Sprachschnipsel da einfach nehmen. Geil, Alter, das ist ja richtig lange Cutscene, was geht? Voll auf die Kevlar-Weste. Autsch. Autsch. Das ist ja voll geil inszeniert, Alter. Sure, I'm not human anymore. But just look at the power I've gained. Ich kann mir eine reinhauen. Finish him. Das wäre so geil, wenn das jetzt so ein Beat'em-up werden würde. Ein Fighting Game würde ich. Ich kenne ja ein Spiel, das es gemacht hat. Don't you think? Wow. What? Wäre das Spiel 10 Jahre später rausgekommen, wäre das jetzt ein krasses Quicktime-Event gewesen, die ganze Zeit. Jetzt musst du Viereck und Dreieck drücken und dann musst du Kreis und X drücken. Du Spaß. Und L1, R1. Na komm, ja, aber klar. Wesker kriegst du so nicht tot. Vor allem wissen wir ja, dass er danach noch lebt, also... Wobei das ja nichts zu bedeuten hat. Im ersten ist er eigentlich auch gestorben. Er taumelt. There's no point in hiding. You can't Let's hide forever. Try. Wesker. Oh nein, seine Nemesis. Feuer. Oh, his precious face is burning now. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Alter, du stehst in Flammen. So, okay, steht da noch nicht. Steht nur davor. Ey, so entspannt muss ja erstmal sein, dass du mitten in der Explosion stehst und die ganze Zeit am Gackern bist. Oh. Ey, im Brandfall niemals den Aufzug benutzen, Digga. Chris. Where are you? Ah!
that I always keep my promises. Cute. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Resident Evil Code Veronica X. Gut, die Credits laufen wir mal erstmal durch. Am Ende gibt es noch ein kleines Fazit von mir, was mir jetzt so über anderthalb Monate oder wie lange ich jetzt im Wort geblieben ist. Wenn ihr jetzt schon abschalten wollt, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Projekt, das auf jeden Fall auch wieder Resident Evil sein wird, aber ein etwas anderes. Sehr wahrscheinlich. Bis dahin, macht's gut und Adele!
Das waren die Credits. Schön, dass du dran geblieben bist. Credits Hype. Hashtag. Lange nicht mehr gesagt. Alter Schwede. Ja, Resident Evil Code Veronica X. Was soll ich sagen? Ich so über wenn ich mich jetzt an das Zeug erinnere, so was ich noch in Erinnerung habe, hat mir das insgesamt doch ganz gut gefallen. So recht oldschool. Klassisch alles, mit aber dann doch einigen Neuerungen, die mir ganz gut gefallen haben. Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass wir tatsächlich Chris gespielt haben. Obwohl man ihn ja sogar im Titelscreen sieht. Gesamtzeit 16 Stunden, das kann nicht sein. Rang E, ich glaube, das ist sehr, sehr schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Aha, guck mal, das gibt's auch sogar. Okay. Battle-Modus, oh weia. Da tatsächlich, man sieht ihn nämlich sogar im Titelscreen. Und man sieht auch Wesker hinten so ein bisschen im Schatten. Nee, aber alles in allem hat mir das tatsächlich ganz gut gefallen und ich bin ganz froh, dass ich es nachgeholt habe, auf jeden Fall. Eins der besseren Resident Evil Spiele, die tatsächlich eigentlich auch zur Hauptreihe gehören. So, wie gesagt, das nächste wird ein bisschen was anderes. Ich starre auf meinen GameCube. Dafür habe ich ein bisschen investiert, das Spiel selbst war auch nicht so billig und dann die Abspielmöglichkeit dafür zu bekommen, um euch das auch zu zeigen. War auch eine kleine Investition, die ich sowieso aber tätigen wollte, aber okay. Da freue ich mich jetzt auf jeden Fall sehr drauf. Das wird mal was ganz anderes, als sonst so auf dem Kanal hier lief immer. Und ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann das nächste Mal hoffentlich wieder. Wenn es gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, bisher. Lasst gerne eure Meinung zu dem Spiel da, wie euch das so gefallen hat. Und ja, ich hoffe, dass das nächste Projekt in weniger, in weniger Zeit abgeschlossen wird. Also über die Gesamtzeitlänge gerechnet. Okay, macht's gut. Ich bin der Dre, ich bin raus. Und ich sage... ein letztes Mal, Adele!